Die beiden tun mir trotzdem leid, also. Ja, da hängt jetzt Bates ab. Na, Sally, können wir dich irgendwie trösten oder so? Guten Tag, Sally. Hi. Sagt Ihnen der Name Sir Egmont etwas? Sir Egmont? Klar. Wirklich? Wer ist das? Warum wollen Sie das wissen? Ich brauche die Informationen für meine Ermittlungen. Und was wäre, wenn ich sie Ihnen nicht gebe? Was soll das? Raus mit der Sprache. Eine Hand wäscht die andere, finde ich. Sie als Bulle können mir doch bestimmt einen kleinen Gefallen tun. Mein Bruder Rupert hat ein Problem mit Strafzetteln. Vielleicht könnten Sie... Ich bin nicht bei der Verkehrspolizei. Sagen Sie mir, wer Sir Egmont ist. Oder die Strafzettel Ihres Bruders sind Ihr kleinstes Problem. Sie können mich nicht zwingen. Ich sage gar nichts, bis Sie mir nicht auch geholfen haben. Na super. Wie heißt denn Ihr Bruder? Rupert Wood. Ich schaue mal, was sich machen lässt. Vielleicht kann ich Sie austricksen. Kennen Sie Bates Vornamen? Was? Nein. Lucifer vielleicht. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Lucifer vielleicht, na das ist ja fies. Ach Bates, alter Junge. Können Sie mir sagen, woher Sally stammt? Ihre Familie besitzt einen Bauernhof in Sussex. Aha. Zumindest hat sie das gesagt. Zweifeln Sie daran? Nicht wirklich. Ihr Benehmen und Ihre Ausdrucksweise stammen eindeutig aus dem Stall. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Ach, Bates, du bist immer gut für den Lacher. Selbst wenn du es selbst nicht weißt. Könnte ich auch eine Tasse Tee kriegen, das wäre schön. Wissen Sie, woher Sally stammt? Ach, da fragen Sie mich etwas. Sie stammt von einem Bauernhof. Ihr Bruder hat den Hof von ihren Eltern übernommen, soweit ich weiß. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo der Hof ist. Gibt es einen Sir Egmont in der Familie der Gordons? Sir Egmont? Nein, das sagt mir nichts. Oder vielleicht heißt jemand in der Gegend hier so? Nein, tut mir leid, nicht, dass ich wüsste. Seltsam. Eine Person, die Bates kennt, aber Lady Victoria nicht? Das macht es nicht gerade einfacher. Aber das ist was ganz Simples, vielleicht der Tee. Vielleicht eine Teemarke oder so. Können Sie mir sagen, wie Bates mit Vornamen heißt? Das ist ja seltsam. Er arbeitet schon so lange für uns, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals einen Vornamen gehabt hätte. Fragen Sie ihn doch bitte selbst, Mr. Ford. Wenn das so einfach gehen würde. Oh. Okay, das ist traurig. Ich meine, Victoria und Bates sind schon fast wie Bruder und Schwester und unzertrennlich und trotzdem hat sie keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt, der arme Kerl. Soweit ich weiß, wurde dieses Schloss von ihren Ahnherren Marcus und Mordred gebaut, richtig? Also, sie haben zumindest den Grundstein gelegt. Die meisten Fundamente, die Kellerräume und einige Wände stammen noch aus der Zeit. Der Rest nicht? Oh nein, Sie scheinen sich mit Architektur nicht gut auszukennen, Herr Inspektor. Zu Marcus' Zeiten konnte man noch nicht solche Schlösser bauen, das war viel später. Wer gab dem Schloss sein heutiges Aussehen? Viele Schlossherren haben das Schloss erweitert und umgebaut, die Gärten angelegt, die Technik modernisiert. Aber derjenige, der wohl den größten Einfluss auf die Gestaltung des heutigen Schlosses hatte, war Frederick Arthur Gordon. Er gab dem Schloss sein heutiges Gesicht. Frederick Arthur Gordon also. Danke. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Ja, dann kannst du auch bestimmt der Stammbaum helfen. Und
wieder mal kriege ich keinen Tee. Also wirklich. Also, Frederick Arthur Gordon, wo bist du? Ah, ich sehe ihn schon. Frederick hatte 4 Schwestern. Und die älteste hörte auf den schönen Namen Rose. Also eine Rose. Aber sie wird auch nicht Bates Vornamen kennen. Wissen Sie, wie Bates mit Vornamen heißt? Was für eine seltsame Frage. Und ich befürchte auch, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Es ist so seltsam, den Vornamen des Butlers zu hören, also... Sagt Ihnen der Name Sir Egmont etwas? Ein entfernter Nachbar in Wales hieß Sir Egmont. Aber den können Sie wohl kaum meinen. Nein, wohl nicht. Sir Egmont muss jemand sein, mit dem Bates persönlich zu tun hat. Sonst würde die Eselsbrücke keinen Sinn machen. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes Gesicht im Haus zu haben. Na dann, Okay, von Sally erfahren wir dann ja, wer Sir Egmont ist. Irgendwie müssen wir auch Bates Vornamen herausfinden. Der arme Kerl tut mir richtig leid, also. Da kann ich ja noch froh sein. Bei mir haben die Leute nur Probleme, die Schreibweise richtig hinzukriegen. Aber ansonsten kennt jeder meinen Vornamen. Ist inzwischen was angekommen? Hey, da liegt ein Brief. Und für wen? Adressiert ist er an Mr. Bates, Black Mirror Castle, Willow Creek. Aha, an Bates. Vielleicht steht da ja sein Vorname drin. Wenn schon nicht auf dem Umschlag Bates voller Name steht, vielleicht dann wenigstens im Schreiben? Einfach aufmachen. Eine Rechnung für einen Grabstein. Wie von Ihnen gewünscht, gefertigt. Bla 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 bla. Inschrift lautet Edward Bartholomew Bates. Seine Pflicht kennen und danach handeln. Das ist die Hauptsache. Edward Bartholomew also. Seltsamer Name. Und auf was für ein Symbol deutet er hin? Ja. Ich habe doch einen zweiten Namen, aber den verrate ich jetzt nicht. Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe von mir. Na gut. Edward Bartholomew. Versuchen wir es. Yep. Versuchen wir unser Glück. Hallo? Auskunft? Verbinden Sie mich bitte mit Rupert Wood in Sussex. Ja, ich warte. Mr. Wood? Mr. Rupert Wood? Sie haben eine Schwester namens Sally? Ja. Mein Name ist Inspektor Falk. Ich rufe im Auftrag der Verkehrspolizei an. Ja, ganz ruhig. Nein, hören Sie. Nein, ist sie nicht. Es geht um Ihre Strafzettel, Sir. Es scheint hier einen Formfehler zu geben. In Ihrer Akte steht, Sie wären 99. Das kann ja wohl nicht stimmen. 34. Ja, das habe ich mir gedacht. Hören Sie, ich werde die Akte löschen, in Ordnung? Ihre Strafzettel haben sich damit erledigt. Ja. Ja, kein Problem. Auf Wiederhören, Mr. Wood. Rupert Wood, 34, aus Sussex, glaubt nun, seine Strafzettel hätten sich in Luft aufgelöst. Hoffentlich glaubt das auch seine Schwester. Hoffen wir mal. Okay, Sally, zeig uns endlich zu Egmont. Guten Tag, Sally. Hi.
Die Strafzettel sind gelöscht. Was ist nun mit Sir Egmont? So, wo wohnt denn mein Bruder? Und wie alt ist er? Rupert Wood, 34, wohnhaft in Sussex, hat ab sofort keine Strafzettel mehr. Sie sind ein Schatz. Halten Sie die Klappe. Sagen Sie mir endlich, wer Sir Egmont ist. Hier ist er. Ich wusste es. Frühstücksflocken? Sir Egmonts feinest Frühstücksflocken. Das ist Bates Lieblingsmarke. Sie sind sehr weich und leicht zu kauen. Clever. Und was hat der alte Kerl da an seiner Uniform? Ein Orden in Form eines Kreuzes. Das ist es. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Okay, doch nicht ganz richtig, aber... Zumindest habe ich gewusst, dass es keine Person ist. Frühstücksflocken, ich glaube, ich spinne. Edward Bartholomew. Was für ein Zeichen könnte der wohl haben? Versuchen wir mal unser Glück. Vielleicht können wir es jetzt schon schaffen. Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Nur mit Symbolen statt Zahlen. Es gibt tausende Kombinationsmöglichkeiten. Mit Ausprobieren komme ich hier nicht weiter. Ich muss erst rausfinden, welche Symbole die richtigen sind. Ach komm. Mal schauen. Edward Bartholomew. Das dürfte doch nicht so schwer werden. Ich gönne ihm ein paar Minuten Ruhe von mir. Kennt sich irgendjemand mit Symbolik aus? Okay, zumindest kann man mit Victoria reden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Sagen Ihnen die Namen Edward oder Bartholomew etwas? Haben Sie eine Bedeutung? Eine Bedeutung? Wie meinen Sie das, Mr. Fogg? Kann man vielleicht ein bestimmtes Symbol oder Zeichen mit Ihnen in Verbindung bringen? Oh, für solche Dinge habe ich mich immer interessiert. Lassen Sie mich nachdenken. Zu Edward fällt mir nichts ein. Aber der Name Bartholomew stammt vom heiligen Bartholomäus. Er war einer der 12 Apostel. Er predigte in Persien und möglicherweise auch in Indien. Er starb den Märtyrertod. Ihm wurde die Haut abgezogen. Sein Symbol ist daher ein Messer. Ein Messer? Ich glaube, damit haben Sie mir sehr geholfen. Das freut mich, auch wenn ich Ihre Fragen mehr als seltsam finde. Das kann doch alles nicht mit dem toten Mädchen zu tun haben. Es ist ein komplizierter Fall. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Jetzt haben wir es endlich. Zufällig gleich die richtige angesprochen, also. Ach. Vielleicht schaffen wir ja dieses Kapitel heute noch, das wäre schön. Erstmal. Sir Egmonts Frühstücksflocken. Sie zeigen einen bärbeißigen Mann in Uniform. An seiner Brust prangt ein übergroßer Orden in Form eines Kreuzes. So. Moment, Eselsbrücke, das brauche ich. Das sieht mir nach Eselsbrücken aus, die Bates sich aufgeschrieben hat. Er muss sich eingestanden haben, dass sein Gedächtnis schlechter wird und wollte auf Nummer sicher gehen. Hier steht, auf dem Porträt von Sir Egmont, die älteste Schwester des Erbauers. Mein Vorname? Die Zahlen der Nymphen.
das? Und die Zahlen der Nymphen kennen wir noch gar nicht. Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Es gibt 1000, ich muss erst rausfinden. Ach, Mann. Auf jeden Fall wissen wir schon mal Kreuz, Rose und ein Messer. Jetzt brauchen wir noch die verdammten Zahlen der Nymphen. Unten in der Ecke steht XV, die römische 18. 15. Also ich sehe XV eher als 15 und nicht als 18, aber wenn er meint... Entweder die Beschriftung des Fotos ist falsch, oder ich suche nicht nur nach meinem Vater. Das Bild ist angeblich 2 Monate vor meiner Geburt aufgenommen worden. Aber meine Mutter ist so schlank, wie ich sie noch nie gesehen habe. Okay, probieren wir einfach mal die 18 aus. Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Es gibt tausende Kombinationen. Ich muss erst rausfinden. Okay, also mussten wir wohl eine Nymphe mit der Zahl 18 finden. Mensch, wir jetzt für den Alltag so ganz schön komplizierte Eselsbrücken gebaut, also echt. Müssen wir wirklich raus in den strömenden Regen, nur weil er meint, die Nymphen werden die Zahl schon sagen. Ja, ja, du Krähe, nerv mich. Und haben die Nymphen hier eine Zahl?